Naja, da habe ich schon freundlichere E-Mails gelesen, Korrespondenzen. Naja, achso, hier waren wir ja schon. Dann befragen wir mal die Leute. Es wird auch langsam Zeit. Okay. Gab es hier noch etwas? Waren wir hier schon? Automatische Strahlennachricht erstellen. System außer Betrieb. Ja, konnten wir ja viel machen. Den nehmen wir mit. Okay. Das musste sein. Dann folgt mir. Eine weitere Tür. Ja, sehr interessant. Das sollte man mal gesehen haben. Okay. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Unholde noch hier ihr Unwesen treiben. Wir haben ja eigentlich den Boss erledigt. Moment. Ach, die ist schon tot. Ich dachte, die schläft. Also vielleicht schläft sie auch. Mit offenen Augen. Wer weiß. Kronkorken. Cowboy Repeater. Ja, nehmen wir mal mit. Liegt gut. Okay. Eine weitere Tür. Wieso sind die schon alle tot hier? Ich höre aber jemanden. Okay. Wer will als nächstes? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Aha. Ich befreie die Leute mal. Bitteschön. Merken Sie sich dieses Kennwort. Damit kommen Sie oben in die Räume des Aufsehers, glaube ich. Danke für Ihre Hilfe. Wir finden den Weg raus wohl alleine. Das will ich hoffen. Sehr merkwürdiger Satzbau. Gut, dann wäre ich wohl mit Carters Leiche alleine. Ich mag die Fliegen. Na Leute, seid ihr schon geflohen? Schön, wie sie hier umherschleichen. Wo komme ich denn jetzt zum Raum des Aufsehers? Like, give a shit. Aha. Flammen. Moment. Okay. Na gut, die anderen werden wohl fliehen. Und hier landen wir wo? Ach, hier sind wir reingekommen. Ich verstehe. Ah ja, okay. Ich würde noch gerne den Raum des Aufsehers finden. Sein Büro. Erholungsareal. Ich weiß natürlich nicht, wo das hier ist. Eigentlich sollte es ja ausgeschildert sein. Hier nach unten. Was auch immer wir dort finden. Irgendwelche Waffen. Lager. Bäh. Eine Leiche mit Fliegen. Mensch. Immer diese Stereotypen. Ach, da oben ist das Zimmer des Aufsehers. Wie kommen wir denn dorthin? Wir gehen einmal hier entlang. Okay. Nichts weiter Wichtiges. Ja. Hier kommen wir nicht sehr weit, oder? Ich glaube, das ist eine schwer verschlossene Tür, die wir nicht öffnen können. Ja. Hier waren wir schon. Hilfe! Okay. So, deswegen speichere ich. Okay. Wie kommen wir denn zum Raum des Aufsehers? Lokale Karte. Ja, hier wäre der Ausgang. Hier haben wir aber soweit schon alles erkundet. Aber ich weiß ja ungefähr, wo der Raum des Aufsehers ist. Hier geht es auch nicht weiter. Dann müssen wir irgendwo noch den Eingang finden. Ich glaube, größtenteils haben wir die Leute hier auch schon umgelegt. Das habe ich natürlich nur allzu gerne gemacht. Das ist eine Passion von mir. Hier im Ödland für Ruhe, für Zucht und Ordnung zu sorgen. Wie kommen wir denn da nach oben? Ich kann das leider noch nicht ganz zuordnen. Vielleicht müssen wir wirklich nochmal hier raus. Da fliegt ein Kopf in der Luft. Aha. Okay.
ja, Zauberei, nicht wahr? Das wäre ja quasi auf dieser Höhe hier. Ich glaube, von hier aus kommen wir nicht... Ach, Moment. Ah ja, okay, ich glaube, ich bin dann direkt hier nach unten gegangen. Ja. Das heißt, wir können uns hier noch umsehen. Alidin. Magician and Illusionist. Magier und Illusionist. Immer diese schwierigen Wörter. Tür öffnen. Hier bin ich richtig. Aufseher, Aufseher. Da ist der Aufseher. Also der Raum des Aufsehers. Der Aufseher ist schon lange tot. Möge er in Frieden ruhen. Oder in Unfrieden. Ist mir ehrlich gesagt egal. Altmetall. Da wären wir. Okay. Aktenschrank. Hunting Rifle. Terminal des Aufsehers. Willkommen Aufseher. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. George Stolt an Janet Kimper. Hallo Janet, wie läuft das Schuljahr bisher? Ich habe Gutes von deiner Lehrerin gehört, von deinen Lehrern gehört. Man erzählt mir, dass du einer der besten Klassen, dass du einer der Klassenbesten bist. Entschuldigt. Morgen hast du Geburtstag und wirst endlich 16. Kaum zu glauben, ist es schon so lange her, dass mir meine Schwester erzählt hat, sie würde ein kleines Mädchen bekommen. Hast du große Pläne für deinen Geburtstag? Wenn du möchtest, könnte ich wohl mit ein paar Leuten reden und den Speisesaal für ein paar Stunden reservieren. Lass mich wissen, ob dir das gefallen würde, damit ich den Stein ins Rollen bringen kann. Onkel George. Ach ja, der gute Onkel mit seiner Nichte. Bevorstehende Wahl. Michael Robinson an George Stolt. George, wir sind nun schon eine Weile befreundet, also hoffe ich, dass Sie meine Kandidatur für den Posten des Aufsehers nicht persönlich nehmen. Ich werde mich nach Kräften bemühen, unsere Freunde und Familienmitglieder zu beschützen, wenn dies bedeutet, dass wir es mit unseren Kontakten zur Außenwelt langsamer angehen und unter uns bleiben müssen. Natürlich abgesehen von den Dingen, die wir benötigen, dann werde ich mich dafür einsetzen. Niemand weiß, wie es dort draußen aussehen wird. Es könnte grauenhafte Mutanten oder seltsame, herumziehende, vagabunden Aliens oder mörderische Banden geben. Wir wissen es nicht. Wir müssen clever sein. Ja, das gibt es übrigens alles im Ödland. Das wollte ich auch noch angemerkt haben. Die Leute, die in der Vault leben, die wissen ja nicht. Also wenn sie wirklich nur in der Vault quasi geboren worden sind und die Vault nie geöffnet wurde, dann wissen sie eben nicht, wie die Außenwelt aussieht und können daher auch nicht wissen, ob es Mutanten oder Überlebende gibt. Das war ja auch in Fallout 1 zum Beispiel der Fall, dass man die Vault verlassen hat, als Einziger, als Erster, und dann erstmal die Außenwelt erkundet hat. Vielen Dank. George Stolt an alle Bewohner, hallo zusammen. Ich möchte mich bei allen für ihr Vertrauen bedanken. Ich fühle mich geehrt, die nächste Amtszeit und hoffentlich darüber hinaus als ihr Aufseher tätig werden zu dürfen. Ich werde mich nach Kräften bemühen, Michels Gremium so bald wie möglich mit der Außenwelt in Kontakt zu bringen. Wir werden uns um unser Wasserproblem kümmern und langfristige Beziehungen zu unseren Nachbarn dort draußen aufbauen. Noch einmal danke für ihr Vertrauen, George Stolt, Aufseher. Waffenschränke. Von Michelle an George. George, ich bin mir nicht sicher, was Michael plant, aber ich würde empfehlen, dass Sie die Waffen in den beiden überspülten Lagerräumen aufbewahren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihn niemand unterstützt und wir sollten ihm nicht die Möglichkeit geben, sich zu bewaffnen. Michelle. Lagerraumtür entriegeln. Ah ja. Okay, dann bedienen wir uns mal. Nachdem wir die Leute gerettet haben. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen muss. Eigentlich dürfte es ja wieder hier einen Geheimausgang geben. Lagerraumtüren. Kronkorken. Ja, das sollte ja... Türen werden entriegelt. Okay. Es werden entriegelt. Wo auch immer wir nun hin müssen. A, Section A, B, C. Condition, Routing. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen müssen. Also nicht wohin genau. Okay. Geh nochmal in diese Richtung hier. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Ja, der Alidin. So kennt man ihn doch. Das war aber nicht hier unten. Ach, Moment. Ich glaube... Das kann sein, dass die hier unten sind. Und zwar... war das hier? Es kann sein, dass wir nochmal auf Tauchstation gehen müssen.
wir sehen mal nach. So, Beilung. Mein Freund. Boah, wir haben echt nicht viel Luft. Ja. Luft! Nein, ich will... Hallo? Ach, wir sterben gerade. Kann ich da keine Luft holen? Okay. Luft, Luft, Luft. So, sehen wir nochmal nach. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir dort noch irgendwie Luft holen können. Sonst verrecken wir hier elendlich. Das scheint hier wirklich nicht möglich zu sein. Ich kann niemals einmal hin und einmal zurückschwimmen. Das geht nicht. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich meine, ich würde mir ja gerne alle Waffen stoppen, aber das wird sehr schwierig werden. Ja, das ist natürlich ungünstig. Kann ich hier irgendwie Luft holen? Nein. Okay. Moment. Wir schwimmen einmal in diese Richtung. Das Problem ist, ich kann ja von hier aus nicht mal mehr zurückschwimmen. Es geht nicht. Wie ihr seht. Gibt es eine Möglichkeit, länger die Luft anzuhalten? Ich glaube nämlich nicht, dass wir dementsprechende Gegenstände haben. Ich meine, haben wir noch etwas Leben? Aber was bringt mir das denn hier unten? Oder wir müssen nochmal in eine andere Örtlichkeit. Aber diese Tür, die konnten wir doch früher nicht öffnen. War ich der Meinung, zumindest. Ich kann mich natürlich auch irren. Okay, hier nochmal lang. So, Beeilung. Komm schon, komm schon, komm schon. Der Weg ist etwas kürzer. Hier ist doch eindeutig Luft da oben. Das ist eindeutig Luft. Na, seht ihr. Total viel Luft. Okay. Ich kann hier auch nirgendwo Luft holen. Achtung. Okay. Auf los geht's los. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Und Tür öffnen. Ist doch der gleiche Raum. Ich bin gerade ernsthaft verwirrt. Moment, mussten wir... Ja, wir mussten hier schon wieder nach links. Nö, kann ich nochmal... hier langlaufen? Ich wollte hier rein, glaube ich. Das wird langsam sehr verwirrend, wenn ich ehrlich bin. Ja, genau, ich will hier nach rechts schwimmen. Durch den einen anderen Eingang mussten wir nach links schwimmen. Und hier haben wir auch einen kürzeren Weg. Ah ja, okay, hier sind auch die Gewehre. Ja, wir sterben gleich. Also, ich meine, das ist ja alles schön und gut, aber das bringt mir nichts, wenn ich hier keine Luft holen kann. Das ist gerade mein Problem. Wie geht man denn hier am besten vor? Einen Tauchanzug organisieren? Dafür habe ich jetzt sicherlich keine Zeit. Status. Allgemein Extras. Wir sind übrigens immer noch... Wir sind gut. Und ein Heiliger. Bezieht sich das Heilige auf das Level? Gut und das Level sind Heiliger? Ich weiß eben nicht, ob es noch andere... Naja, Stufen gibt. Also ob es nur neutral, schlecht und gut gibt oder... Oder böse wahrscheinlich. Oder ob es nur... noch mehr gibt. Keine Ahnung. Was machen wir denn nun? Nö, Fehlgegenstände, Hilfsmittel. Gegengift ist ja alles schön und gut, aber... Ich wüsste nicht, dass mir das Ganze hier irgendwie weiterhilft beim Tauchen. Wenn ich hier nur zumindest mal Luft holen könnte. Ich meine, ich kann ja bis hierhin schwimmen, aber dann komme ich ja nicht weiter.
Und wie ihr seht, ich kann hier beim besten Willen keine Luft holen. Ja, und den Raum wieder abzusiegeln wird ja auch in dem Sinne nichts bringen. Ja, ich glaube, Leute, da werden wir wohl auf die mannigfaltigen Waffen verzichten müssen. Das tut mir natürlich schrecklich leid, aber was will man machen? Yay, hat viel gebracht. Gibt es hier keinen Punkt, an dem ich... Wir sterben aber auch total schnell. Leute, ich glaube, wir müssen wirklich die Vault verlassen. Also, wir könnten uns hier anscheinend Waffen besorgen, aber ich weiß auch nicht, wie das gedacht ist. Vielleicht sind wir auch einfach zu schlecht. Vielleicht brauchen wir einfach die richtige Ausrüstung. Das könnte sein. Aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht und wir gehen jetzt einfach. Bevor wir hier noch mehr Zeit aufbringen. Okay, ich glaube hier dann können wir gehen, ja. Auf Nimmerwiedersehen, ihr Waffen. Wir sind ja auch schon ganz ordentlich ausgerüstet in dem Sinne. Okay, ich glaube, wenn wir hier entlang gehen, dann können wir ja die Vault relativ zügig verlassen. Jetzt aber hurtig, Freunde. Wir wollen noch in den Vault 22. Das will ich dann aber wirklich schnell erledigen. Ich meine, in den Vault 22 reingehen. Und die letzten Teile holen und dann wieder raus. So schnell wie möglich. Das ist unser Einsatz. Genau, hier waren wir ganz am Anfang. Aber immer wieder interessant in den Vaults, muss ich sagen. Also, obwohl sich die meisten Vaults vom Aufbau gleichen, ist es immer wieder interessant, sie zu erleben. Wahrscheinlich müssen wir wieder das hier aktivieren. Ja. Dann mal los. Okay, wir verlassen die Vault 3. Dann können wir wahrscheinlich die Schnellreise direkt verwenden. Genau. Und zwar reisen wir zu... Ich mach mal das Radio an. Aus Gründen. Ja. Natürlich. Das Radio hört natürlich wieder auf zu spielen. Etwas Unterhaltung im Ladebildschirm ist ja auch zu viel verlangt. Das bekomme ich doch niemals hin. The Tops. Ich weiß nicht mal, was da steht. Thrill, Relax. Aha, Danny Parker. Ja, den Aladdin, von dem haben wir auch schon mehrere Plakate gesehen. America's Master Magician. And Assisting. Madame Lolita? Oder etwas anderes. The best of everything, all in one place. The Ultra Lux. Die tragen aber keine Masken. The Rebirth of Luxury. Luxury. Okay. Let loose and get crazy. Na schön. Okay. Vault 22 war... War das der Vault mit der Vegetation? Das weiß ich eben nicht. Werden wir sehen, was wir dort ausfindig machen können, weil die Bruderschaft ja die verschiedenen Teile braucht. Nun, Sie wissen ja, was das ja, heißt, Tatsache. Zeit für ein paar Meldungen. Nach unbestätigten Berichten, die Vault mit den Vegetationen. Lee Oliver möglicherweise seinen Posten in Camp McCarran verlassen, um am Hooverdamm Präsenz zu zeigen. Gut, das sind wir. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Wir waren nämlich schon einmal hier. Wenn wir den Fahrstuhl reparieren könnten. Wir können ihn reparieren. Ja. Okay, wo müssen wir hin? Hier hinten. Ist das dann auch diese Ebene hier? Ja. Das waren unsere Top-Teams. Ja, natürlich. Diesen nächsten Song, den widme ich ganz Ihnen. Achso, das sind nur die Treppen. Wir haben ja ein sehr ordentliches Radiosignal, muss man sagen. Dö. Ja, machen wir mal. Wir müssen
Übrigens sehr nett, dass wir nur im zweiten Stockwerk danach suchen müssen. Boah, das kann ja dauern. Okay. Hier lang. Wir hatten ja schon mal hier aufgeräumt. Ja. Ach, wahrscheinlich hier lang. Ah ja. Ja, hier lang. Jetzt frage ich mich, hätten wir diese Teile auch letztes Mal mitnehmen können? Verdammt, wie komme ich da hin? Ach nee. Natürlich ist ja der Gang versperrt. Da müssen wir über einen anderen Weg hinkommen. Wie... Waren wir da überhaupt schon einmal? Es kann sein. Dieser Höhleneingang kommt mir sehr bekannt vor. Jetzt fragt mich aber bloß nicht, wie wir da hinkommen. Es hätte ja so einfach sein können. Aber das wäre auch zu einfach gewesen. Von dem her. Hier kommen wir ja nicht weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier auf dem zweiten Level noch wirklich etwas machen können. Oh, das ist total ärgerlich. Jetzt müssen wir erstmal den Weg finden. Oh, Mann. Das sind die Treppen. Ja, ich nehme mal die Treppen. Ich weiß nicht, von welchem Level aus wir... Also von welchem Stockwerk aus wir dorthin kommen. Ja, hier werden die Pflanzen bestrahlt. Ich weiß, die Musik ist sehr atmosphärisch. Aber wie gesagt, wir waren hier schon einmal. Also ich will hier eigentlich nur noch den Gang finden. Ja, das könnte funktionieren. Gehen wir einmal da entlang. Moment. Hier entlang? Kann es sein, dass wir noch nie hier entlang gegangen sind? Aha. Sauerstoffaufbereitung. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, ob wir da schon mal waren. Es kann sein, dass wir einfach diesen Weg hier übersehen haben. Das kann wirklich gut sein. Das kommt mir nämlich nicht wirklich bekannt vor. Okay, ja, wir sind richtig. Ja, glücklicherweise sind wir richtig. Also auf dem zweiten Stockwerk ist quasi, sind die Teile. Aber wir mussten in das dritte Stockwerk, um eben, nun ja, diese, den versperrten Gang zu umgehen. Denn hier kommen wir ja nicht durch. Ich meine, wir hätten uns ja gegen die Schränke stemmen können und da hätte man bestimmt auch jemanden durchzwingen können. Aber okay, ich hinterfrag das mal nicht. Schrank. Der ist leer. Leer. Der, ja, der ist auch leer. HEPA 20 Filterkartuschen. Wir haben sie. Das heißt, wir können direkt wieder abhauen, eigentlich. Und wir waren hier wirklich noch nicht. Jetzt frage ich mich natürlich, wären wir hier früher gewesen und hätten sie mitgenommen, dann hätten wir uns ja den Weg gespart. Aber ich hab diesen Raum hier, den hatte ich letztes Mal nicht erkundet. Wir waren vor, ich glaube, was weiß ich, 25 Episoden hier vielleicht, geschätzt. So in etwa. Ja, das kann hinkommen. Aber sicher bin ich mir nicht. Nagelt mich nicht darauf fest. Aber echt schön hier. Also muss man schon sagen. So eine Höhlenerkundung mit der Radiomusik. Kann man machen. Und wir konnten auch den Aufzug reparieren. Das war sehr komfortabel. Aber natürlich wäre es zu einfach gewesen, wenn wir von Anfang an den Aufzug repariert hätten. Dann hätten wir aber auch nicht die ganzen Gegner und Terminals und sonstiges entdeckt. Okay. So. Erste Ebene. Das geht zum Beispiel sehr schnell. Okay, und hier ist schon wieder direkt der Ausgang. Das ging schnell, das müsst ihr mir lassen. Okay. Das heißt, wir reisen wieder. Ja, Schnellreise. Alle freuen sich. Zum Hidden Valley. Dann können wir nämlich die ganzen Teile abliefern und hätten auch schon wieder die nächste Mission der Bruderschaft abgeschlossen. Und haben sogar noch Vault 11 und Wolf Vault 3 entdeckt als neue Vaults. Ich weiß auch nicht, wie viele Vaults es insgesamt gibt. Das kann ich nicht sagen. Aber die sind ja über ganz Amerika verteilt. Wie viele das nun insgesamt sind, weiß ich nicht. Aber schön, dass wir jetzt noch die Musik hören. Ich nehme an, weil das einfach eine Audiodatei ist, die jetzt einfach durchgängig abgespielt wird. Und wenn sie eben
zu Ende geht, dann wird die neue nicht mehr geladen, weil wir eben im Ladebildschirm sind. Ist jetzt aber wesentlich angenehmer. Ja. Sag ich ja. Wesentlich angenehmer. Jodelay. Ja, ich meine, etwas jodeln hat ja noch nie geschadet. Außer den Ohren. Manchmal. Oh, schade. Schon vorbei. Naja. Es weilte kurz und war schmerzhaft. Oder so. Okay, ich will jetzt nur noch der Bruderschaft die frohe Kunde überbringen. Die werden bestimmt... Ja, danke. So, das Radio läuft weiter. Schalte mal wieder auf Radio New Vegas. Ja, etwas Klavierspiel. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung... Ja, nein. Nein. Nein, hierhin müssen wir. Okay. Dann kann die Bruderschaft auch noch die Anlagen hier reparieren. Wir wollen ja nicht, dass die da unten ersticken. Wer will denn so etwas? Hier, genau. Ach, die beiden. Sehr praktisch übrigens, dass sie nicht sterben können. Wirklich, sehr, sehr praktisch. Sehr komfortabel. Okay, wir sind wieder zurück. Endlich. Wobei man sagen muss, das ging relativ... Naja, gut, von schnell würde ich hier nicht reden, aber vergleichsweise war das schon relativ schnell. Also... Dafür, dass wir jetzt wahrscheinlich einen Großteil der Bruderschaftsaufgaben erledigt haben. Okay, einmal hier nach unten. Dann einmal hier geradeaus. Immer schön bewacht. Mag 6 Geschützturm sogar. Das muss übel sein. Dann hier nach rechts. Na, Hallöchen. Ich fürchte, diese Reparaturen nehmen nie ein Ende. Okay. Das kann man auch weniger erotisch sagen, aber okay. Ja, danke für den Hinweis. Da haben wir ihn schon. Okay. Entschuldigung. Das Radio muss mal weichen. Der Älteste. Ich sehe, Sie sind wieder da. Haben Sie alle benötigten Komponenten gefunden? Das will ich schwer hoffen. Was? Nein, ich hätte... Achso, ich hätte ein paar Fragen an Sie. Ernsthaft? Ich kann etwas Zeit entbehren. Worüber möchten Sie denn sprechen? Oder müssen wir mit jemand anderem reden? Reden wir über die Abriegelung. Diese Maßnahme wurde nach der Niederlage bei Helios eingeführt. Die RNK war uns dicht auf den Fersen und eine zweite Schlacht wäre fatal gewesen. Es wurde entschieden, dass wir uns eine Weile bedeckt halten, die Verletzten behandeln und eine neue Strategie entwickeln. Nach der Erholung zeigten die ersten Erkundungen aber, dass die RNK ihre Präsenz in der Region in unserer Abwesenheit nur noch verstärkt hatte. Es gab 5-mal mehr RNK-Soldaten in der Gegend, als wir bekämpft hatten, und wir hatten nur halb so viele Leute wie bei Helios. Also wurde die Abriegelung ausgedehnt. Hinauszugehen hätte für uns alle den Tod bedeutet. Tja, die Bruderschaft und die RNK, die haben sich ja wirklich bekriegt, aber da fragt man sich eigentlich, ob die RNK und die Bruderschaft nicht doch ähnliche Ziele hat. Und trotzdem bekriegen sie sich. Wie komme ich an Vorräte? Wir haben einige Leute, die an die Oberfläche dürfen. Sie ertauschen, was wir brauchen und lassen es dann in gewissen Abständen zur Abholung zurück. Um nicht entdeckt zu werden, sorgen wir dafür, dass der Sandsturm wütet, wenn wir den Bunker betreten oder verlassen. Mhm. Hat es mit diesem verrückten Sandsturm an der Oberfläche... Was hat es mit diesem verrückten Sandsturm an der Oberfläche auf sich? Ja, das hat er ja schon erklärt. Er ist das Verteidigungssystem der Basis. Er dient zur Tarnung und macht unser Betreten und Verlassen des Bunkers unsichtbar. Wir benutzen ihn, um unsere Patrouillen und Versorger zu verbergen, auch wenn wir sie zur Sicherheit nur nachts losschicken. Mhm. Tschüss. Mit wem sollen wir denn jetzt sprechen? Mit dem Komponenten zu Oberritter Lorenzo zurückkehren. Der Lorenzo. Von Matterhorn. Lokale Karte. Dafür müssen wir erstmal hier entlang gehen. Glaube ich. Ja, genau. Okay. Ach, Moment mal. Nee, der ist hier hinten. Ja, genau. Doch, war richtig. Hier werden mir nämlich noch 2 Punkte angezeigt.
Wegen den Computern hier noch mit dem Virus. Okay. Ich meine, wir haben alle Teile, aber wir müssen das eben Lorenzo ausrichten. Aus Kunden. Wir haben gerade erfahren, dass die Stadt Prim nun zu RNK... Ja, das ist schon Monate her. Schön, Sie zu sehen. Und dann noch lebendig. Haben Sie schon alle Komponenten gefunden? Ja, bitte. Wirklich? Ich meine, toll. Ich wusste, dass Sie das schaffen. Natürlich. Dann werde ich die Teile direkt mal einbauen. Warum erzählen Sie dem Ältesten nicht von den guten Neuigkeiten? Da fällt ihm sicher ein riesiger Stein vom Herzen. Gehört Ihnen bald die gesamte Region. Okay. Mit der Nachricht, dass die Luftfiltersysteme wieder in Ordnung sind, zum Ältesten McNamara zurückkehren. Okay. Wir haben gerade erfahren, dass die Stadt Prim nun zur RNK gehört. Wenn das so weitergeht... Das ist zwar erst Monate her, aber okay. Hey. Immer auf dem neuesten Stand. Ja. Da wären wir wieder. So. Mhm. Ich sehe, Sie sind wieder da. Haben Sie alle benötigten Komponenten gefunden? Die hatte ich auch eben schon. Ich habe seine Leiche im Vault 22 gefunden. Hier ist ein... sein Bericht. Welche Leiche denn? Ausnahmsweise gute Nachrichten. Ihre Bemühungen lehren mich Bescheidenheit. Sie haben mehr getan, als ich sogar von meinen Brüdern erwarten kann. Aha. Ich bin die Berichte der Kundschafter nun durchgegangen und zum gleichen Schluss gekommen. Die RNK ist nicht die Bedrohung, für die wir sie hielten. In dieser Krise hätte es nicht nötig sein sollen, sich auf ihre Hilfe zu verlassen. Ich wollte umsichtig handeln, aber nun erkenne ich die Wahrheit. Nach den Vorfällen bei Helios nannte man mich einen Helden, aber die Schlacht machte mich ängstlich und diese Schwäche hat mein Handeln gelenkt. Doch das ist vorbei. Ich werde wieder gut machen, was ich meinen Brüdern antat, und die Abriegelung aufheben. Mit Glück werden wir wieder aufblühen. Bitte nehmen Sie dieses kleine Zeichen meines Danks. Es kann meine Schuld kaum begleichen, aber mehr darf ich einem Außenseiter nicht geben. Dieser Schlüssel gewährt Ihnen Zugang zu einem Unterschlupf im Nordosten. Möge er sich auf Ihren Reisen als nützlich erweisen. Das freut mich zu hören. Stählerne Bruderschaft beliebt. Man hat genug von Ihnen, von Ihren guten Taten gehört, um Sie allgemein zu mögen. Oh, und einige Erfahrungspunkte. Wir sind auf Level 20 angekommen. Ja, das freut mich. Stufenaufstieg. Sehr schön. Ja, komm, Wissenschaft nochmal auf 65. Schusswaffen machen wir mal auf 70. Dietrich. Mach mal falsch auf 60. So, genau. Beeinflusst die Ein- und Verkaufspreise von Gegenständen. Das ist doch schon sehr wichtig. Also, dass wir günstig einkaufen können und sehr teuer verkaufen können. So macht man das ja. Okay. So, Stufe 20. Haben wir neue Fertigkeiten? Ja. Okay. Und zwar... Massiertes Feuer haben wir jetzt auch erhalten. Für jedes verkrüppelte Körperteil verursachen sie 25% zusätzlichen Schaden an den Körperteilen ihrer Gegner. Hm. Entdecke. Ach ja, Kolumbus. Wenn Sie das extra Entdecker wählen, wird auf Ihrer Karte jeder Ort der Welt sichtbar. Ziehen Sie also hinaus und erforschen Sie die Welt. Sprint des Sensenmanns. Wenn Sie ein Ziel im Watz-Modus töten, werden 20 Aktionspunkte wiederhergestellt, sobald Sie Watz verlassen. Hm. Also Entdecker ist sehr praktisch. Das habe ich mir auch in Fallout 3 als extra gegönnt, wenn ich mich nicht irre zumindest. Heller Kopf. Hm. Achso, ja. Das extra Special haben wir dann wahrscheinlich nicht mehr. Das hatte ich ja letztes Mal genommen. Läuterer. Aber es wäre ja auch noch... Lady Killer wäre auch noch offen. Im Kampf fügen sie weiblichen Gegnern 10% mehr Schaden zu. Außerhalb des Kampfes bieten sich ihnen im Umgang mit Vertretern des anderen Geschlechts manchmal einzigartige Dialogoptionen. Ja, dann haben wir beide. Also Lady Killer und eben das Pendant. Okay, ich glaube, das andere extra nehmen wir dann nächstes Mal. Dass alle Orte entdeckt werden. Ist sehr praktisch, aber nehmen wir nächstes Mal. Okay. Die Sache ist die, wir brauchen immer noch Training für unsere Powerrüstung. Willkommen, Außenseiter. Willkommen. Die Abriegelung ist offiziell aufgehoben worden und alle scheinen bester Dinge zu sein.
Da die Oberfläche uns jetzt wieder zugänglich ist, spricht Hardin davon, Helios mit einer Streitmacht anzugreifen. Ich versuche, ihn davon abzubringen. Was kann ich für Sie tun? Ich habe es ja gesagt, es ist nicht wirklich sinnvoll, die RNK zu bekämpfen, weil die RNK und die Bruderschaft, die hat schon ähnliche Intentionen. Also ist da eine Feindschaft vielleicht nicht ganz sinnvoll. Ich meine, mit der Legion zum Beispiel, da ist eine Feindseligkeit, eine gewisse verständlich. Ich möchte der Bruderschaft beitreten. Dieses Recht haben Sie sich sicher verdient. Aber ich fürchte, es gibt noch eine Protokollfrage, um die wir uns zunächst kümmern müssen. Außerordentlichen Individuen wie Ihnen wird manchmal gestattet, der Bruderschaft beizutreten, sofern Sie einen wertvollen Dienst verrichtet haben. Ihre bisherigen Taten waren zwar lobenswert, doch ich fürchte, es waren noch keine wertvollen Dienste darunter. Verdammt. Aber ich hätte noch eine Aufgabe, die unter diese Kategorie fallen würde. Hätten Sie Interesse, sie zu übernehmen? Oh ja. Wenn ich es mir recht überlege, muss ich der Bruderschaft derzeit nicht unbedingt beitreten. Wenn wir der Bruderschaft beitreten, dann können wir definitiv auch die Powerrüstung einsetzen. Das müssen wir machen. Und ich bin ja generell ein Unterstützer der Bruderschaft. Ja, worum geht es? Wie unsere Patrouillen entdeckt haben, sind die Mutanten im Nordosten in den Jahren unserer Abschottung seltsam aggressiv geworden. Doch diese Geschehnisse könnten auch eine Chance sein. Wir haben die Ausrüstung des Kommunikationsarrays aus Respekt unangetastet gelassen. Da die Bewohner sich nun aber als feindselig erweisen, schulden wir ihnen keinen Respekt mehr. Und ihre Ausrüstung ist ein berechtigtes Ziel. Ich möchte, dass Sie sich zum Gipfel des Black Mountain begeben und diesen Fernsignaltransmitter an einer der Konsolen anbringen. Aha. Er wird es uns erlauben, auf die dortigen Radar- und Aufklärungssysteme zuzugreifen, sofern sie noch funktionsfähig sind. Wenn wir wieder an der Oberfläche operieren wollen, brauchen wir so viele Daten wie möglich. Viel Glück. Haben wir den nicht sowieso schon geräumt? Aufgabe hinzugefügt. Augenlicht für die Blinden. Also, ich meine, zum Black Mountain gehen und dort an einer der Konsolen den Fernsignaltransmitter anbringen. Haben wir den nicht sowieso schon geräumt? Ich meine, das sollte ja jetzt kein Problem darstellen. Per Schnellreise schnell zum Black Mountain, das Ding anbringen und fertig. Vielleicht. Wobei das schon fast zu einfach klingt, aber hey. So einfach gibt es nicht. Gut. Ja, wir haben jetzt hier ein sehr hohes Ansehen. Unser Prestige ist gestiegen. Na schön. Dann verlassen wir mal die Örtlichkeit hier. Ich glaube, die ganzen Leute frohlocken durch unsere Kunde, die wir gebracht haben. Da würde ich auch frohlocken. Okay. Folgendermaßen. Achso, erstmal speichern. Sicher ist sicher. Daten. Weltkarte. Black Mountain. Ich war auch noch nicht Quarry Junction. Black Mountain? Okay. Also Black Mountain hatten wir wie gesagt schon geräumt. Da dürfte jetzt eigentlich niemand mehr sein. Also können wir einfach den Empfänger anbringen. Aber auch wenn dort jemand ist, das hat uns nicht wirklich Probleme bereitet letztes Mal. Also denke ich mal, dass wir hier nicht wirklich Probleme haben sollten. Was darin jetzt auch so schwierig sein soll, weiß ich nicht. Aber wenn wir dadurch der Bruderschaft beitreten können, dann meinetwegen gerne. Da sage ich nicht nein. Extra Verständnis. Ja, und ich denke, wenn wir dann Level 22 erreicht haben, dann nehme ich das Entdecker extra, mit dem wir dann alle Orte entdeckt haben. Ist eben generell ganz nett, alle Orte auf der Karte zu sehen. Wobei wir natürlich auch durch die Missionen Orte dann aufdecken, die für uns interessant sind. Also von dem her müssen wir da mal sehen, dass wir eben noch ein paar andere Örtlichkeiten bereisen. Ich meine, die Morave, die ist ja relativ kompakt, aber trotzdem sind sehr viele Örtlichkeiten hier. Also Fallout 3 war ja gefühlt zumindest schon ein gutes Stück größer, aber es gab auch, naja, die Örtlichkeiten. Es hat immer sehr lange gedauert, um von einer bis zur anderen Örtlichkeit zu kommen, und es waren sehr wenige Örtlichkeiten dazwischen.
Ist einfach nicht sehr komprimiert an Örtlichkeiten. Ja, wie gesagt, wir haben hier schon aufgeräumt. Sehen wir mal. Okay. Ja, und wir haben leider kein Hirn für Rex besorgt. Es tut mir leid, ich wollte wirklich ein Gehirn diese Aufnahme besorgen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir... Wir haben die ganze Aufnahme wirklich nur die Bruderschaftsmission erfüllt. Das dürfte dann jetzt wahrscheinlich auch die letzte sein. Ist das hier oben oder da hinten? Moment, lokale Karte. Sendegebäude. Obergeschoss. Hier unten hatten wir uns schon umgesehen. Ach, in dem Gebäude waren wir noch nicht. Stimmt ja.